Kaiserslautern, Paderborn, Aachen, Ulm, Bielefeld oder jetzt Hertha oder Schalke. Viele Mannschaften tun sich in der zweiten Liga brutal schwer, werden sogar durchgereicht und schaffen es nie wieder in die Größen des deutschen Profifußballs. Aber warum ist das so? Ich habe heute mal die Existenzangst zweite Bundesliga ein bisschen unter die Lupe genommen und habe mal geguckt, warum ist die zweite Liga so eine gruselige Liga und warum tun sich so viele große Vereine so schwer in dieser Liga zu bestehen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir sehr gern ein Like auf das Video da. Schwierige Like-Challenge für euch. 140 Likes, wäre mega. Bin gespannt, ob wir das schaffen. Ein Abo auf dem Kanal, würde mich mega freuen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Prominentestes Beispiel ist, glaube ich, gerade Schalke und Hertha. Die suchen sich nach dem Abstieg in die zweite Liga brutal schwer Fuß zu fassen, brutal schwer Punkte zu holen und einfach sich zu akklimatisieren. Und sollten sie das nicht bald schaffen, könnten sie ein richtiges Problem haben, wie Bielefeld es bereits letztes Jahr hatte, die direkt von der ersten Liga in die dritte Liga durchgereicht worden sind. Und wenn dir das mal passiert, kann es ganz schnell gehen, dass du fast wie Paderborn zwei Ligen durchgereicht wirst, aus dem Profifußball verschwindest und nie wieder auf der Fußballkarte in Deutschland auftauchst. Einigen Vereinen ging es schon so, aber warum ist es so? Warum ist gerade die zweite Liga ein Sprungbrett oder eben auch ein Sand, in dem man gern versinken kann? Warum ist das Ganze so? Ich habe mir mal das genauer ein bisschen angeschaut und da gibt es sehr viele Kennzeichen, die einfach die zweite Liga von den anderen Ligen unterscheidet und das möchte ich euch mal hier mit euch ein bisschen durchgehen. Zuallererst haben wir eine Leistungsdichte in der zweiten Bundesliga, die, glaube ich, europaweit seinesgleichen sucht. Wenn wir uns angucken, wie viele Punkte von der meist vom Platz 1 bis Platz 18 sind, die Punktedifferenz haben wir in Europa fast nirgendwo so knapp wie in der zweiten Bundesliga. Warum das Ganze so ist, werden wir später noch genauer ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und wir sehen es auch jetzt wieder am vergangenen Spieltag, wenn der 18. gegen den 4. spielt, wie Osnabrück gegen Kaiserslautern und man keinen großen Unterschied erkennt in den 60 Minuten des Spiels, warum das Ganze so ist. Und das ist mit ein sehr, sehr großes Problem, wo sich auch viele große, ich als HSV-Fan weiß das, große, in Anführungszeichen Vereine, sehr, sehr schwer tun, in der zweiten Liga zu bestehen, beziehungsweise nicht unterzugehen. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit einem Abstieg. Was passiert bei einem Verein, wenn er aus der Bundesliga absteigt? Ich kann es beim HSV mal ganz kurz ein bisschen erläutern, damit ihr da mal eine grobe Vorstellung bekommt, was das Ganze finanziell bedeutet. Allein aus persönlicher Sicht, glaube ich, wenn man Kassenwerte, Köche oder allgemein Mitarbeiter entlassen muss, aufgrund von einem Abstieg, ist es auch ein persönliches Ding, das da mitschwingt. Aber das ist immer schwierig zu messen. Was man messen kann, sind finanzielle Dinge. Wenn wir uns den HSV in der Saison 17-18 anschauen, wo die letzte Saison in der Bundesliga waren, hatten sie ein Marktwert von 62 Millionen Euro. Jetzt haben sie noch 42, sind damit Abstand beste Mannschaft der Liga, 20 Millionen trotzdem eingebüßt zur ersten und zur zweiten Liga. Das geht vielleicht noch. Schauen wir uns aber die drei Topverdiener an. 2017, 2018 mit Holpi, Kostic und Wood hat man insgesamt ein Gehaltsgefüge von 10 Millionen Euro, das nur die drei Spieler mit sich tragen. Schauen wir uns dagegen den jetzigen HSV-Kader an. Mit Glatzel, Benisch und Fernandes hat man insgesamt ein Gehaltsgefüge von 2,8 Millionen, die drei Topverdiener. Das sind knapp nur noch ein Fünftel von dem, was der HSV in der ersten Liga hatte. Wenn wir uns weiter die Finanzen ein bisschen genauer anschauen. Die DFL macht jede Saison eine kleine Preview, was die Fernsehgelder angeht. Die habe ich mir genau angeschaut, bei auf der offiziellen DFL-Seite. Und da ist in der Saison 2023-2024 bereits eine Preview vorhanden und die schauen wir uns mal an. Da wäre Darmstadt in der ersten Liga im Moment auf dem letzten Platz. Sie würden laut Preview im Moment 31 Millionen Fernsehgeld bekommen. In der zweiten Bundesliga ist Hertha gerade erst abgestiegen und sie würden 22 Millionen bekommen. Das sind fast 10 Millionen auf einen Schlag, die nur an Fernsehgelder wegfallen. Sponsoren, nicht volle Stadien und andere finanzielle Einbußungen noch nicht mit berechnet. Schalke ist übrigens auf Platz 2 der Fernseheinnahmen mit 19 Millionen, auch knapp 10 Millionen weniger als noch in der Bundesliga. Gut, dann starten wir. Wir sind jetzt abgestiegen von der ersten Bundesliga. Was machen wir? Was ist unsere Philosophie? Als Vereine wie Hertha oder Schalke hast du fast keine Möglichkeit zu sagen, okay, wir sparen, wir bauen uns neu wieder auf. Das wird vielleicht beim HSV ist eine Ausnahme, aber bei vielen funktioniert das nicht. Die müssen Vollgas wieder, vor allem im ersten Jahr, gehen viele Vollgas auf den Wiederaufstieg. Köln oder Stuttgart hat es geklappt. Die haben voll alles auf eine Karte gesetzt, haben teure Spieler geholt, um den Aufstieg zu schaffen. Wenn das funktioniert, ist es gut. Es gibt aber auch andere Vereine, bei denen es nicht funktioniert. Und das gehört der HSV, Hannover 96 oder wie ja schon angesprochen, letztes Jahr Bielefeld, die sogar durchgereicht wurden. Gut, also wir bauen uns eine Übermannschaft. Wir haben uns über den Sommer eine Übermannschaft gebaut, die unbedingt den Aufstieg wieder schaffen will. Wir gehen in die Saison und spielen unser erstes Spiel. Wir stellen uns das Ganze vor. In Osnabrück an der Bremer Brücke. Stadion ist
brutal ausverkauft, platzt aus allen Nähten, Flutlicht an der Bremer Brücke, Osnabrück gerade aufgestanden, was denkt ihr, was die machen? Die gehen mit 150% Motivation in das Spiel und so, solche Spiele habt ihr ungefähr 33 Mal die Saison. Denn 33 Mal spielt ihr gegen Mannschaften wie Osnabrück, wie Magdeburg, wie Rostock, wie Kaiserslautern, Hannover 96, beim Club mit 50.000 im Max-Morlock-Stadion, die zu 100% dem großen Favoriten, und das seid ihr in dem Moment, als Übermannschaft der zweiten Bundesliga, ein Bein stellen wollen. Und das sind Spiele, die dann auch mal ganz schnell verloren gegangen werden können, wie es bei Schalke oder Hertha im Moment der Fall ist, bei Schalke noch schlimmer als bei Hertha. Und so könnt ihr in einen Abstiegsstrudel, beziehungsweise in einen Negativstrudel geraten, in dem ihr so schnell nicht mehr rauskommt. Jeder von euch, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie so ein Strudel funktioniert und weiß, wie schwer es ist, da wieder auch vor allem mental rauszukommen. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Stellen wir uns vor, unser Verein ist in der dritten Liga. Unser Verein ist in der dritten Liga und wir müssen unbedingt aufsteigen. Denn die dritte Liga ist eine finanztote Liga, die es so selten gibt. Die dritte Liga ist eine Profiliga, die eigentlich keine Profiliga wirklich von den Fernsehgeldern ist. Wenn wir uns die Fernsehgelder mal ganz kurz angucken, wir stellen uns immer noch vor, unser Verein ist in der dritten Liga. Wir bekommen Fernsehgelder, die jenseits von Gut und Böse sind. Es fängt bei der Vermarktung an. Vermarktung übernimmt hier nicht die DFL, sondern der DFB. Und diese Vermarktung ist nicht das Wahre. Wir spielen auf Magenta und sonst können wir ab und zu mal, werden unsere Tore bei der Sportschau übertragen und das war's dann auch schon. Und das sieht man ganz klar in den Fernsehgeldern. Elversberg hat in der Preview in der zweiten Liga, in der Fernsehgeld-Preview 23-24 von der DFL offiziell ausgegeben, ein Fernsehgeld-Einnahmen-Plus von 7,3 Millionen. Das ist ungefähr das Siebenfache, wie jeder Verein in der dritten Liga bekommt. Denn in der dritten Liga bekommt unser vorgestellter Verein so wenig Fernsehgeld, das ist ein Wahnsinn. Wir haben 2023-24 gibt es neue Verträge, eine komplette Ausschüttung von 23,5 Millionen. Und diese 23,5 Millionen in der dritten Liga werden auf alle Vereine ganz gleich aufgeteilt. Einzigste, die kein Geld bekommen, sind die zweiten Profivereine. Die gehen leer aus. Trotzdem, das sind ungefähr 1,3 Millionen, was wir im Jahr Fernsehgelder bekommen. Jetzt überlegt mal, Elversberg bekommt jetzt als schlechteste Mannschaft 7,3 Millionen. Die Hertha bekommt 22 Millionen. Das sind nur 1,5 Millionen weniger als die ganze dritte Liga zusammen. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Jetzt schauen wir an, unser Verein, wir sind ein Traditionsverein, Stadion halb voll, Stadionmiete teuer. Jetzt schauen wir uns an, was verdient ein durchschnittlicher Profi in der dritten Liga? Das sind ungefähr 100.000. Das heißt, wir haben 11 Profis, die auf dem Platz stehen. Das sind 1,1 Millionen, unser Fernsehgeld ist weg. Und dafür haben wir noch keinen Trainer und keine Bank bezahlt. Das ist halt natürlich ganz, ganz übel. Also, was machen wir als alter Traditionsverein, der unser Club ja ist? Wir wollen uns nicht totsparen im Mittelfeld, das wird nämlich von Jahr zu Jahr immer schlimmer und das heißt, ich habe gar keinen Bock, aus dem Profifußball abzusteigen. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich gebe jetzt alles voll auf Aufstieg und hau richtig Geld rein und hoffe, dass der Aufstieg einfach funktioniert. Und ja, wunderbar, mein Aufstieg hat funktioniert. Und da sind wir nun. Unser erster Verein ist aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Wir versuchen uns eine Übermannschaft zu bauen. Unser zweiter Verein ist aus der dritten Liga aufgestiegen mit allem, was wir nur haben. Was wollen wir? Unsere Übermannschaft will unbedingt wieder aufsteigen. Unsere Drittligamannschaft will unbedingt in der Liga bleiben und gibt alles dafür, um den Großen ein Bein zu stellen. Und diese Kombination von diesen Mannschaften ist tödlich. Und es ist nicht so, dass die Mannschaften hier in der zweiten Liga Mannschaften sind, die eigentlich so keine große Anhängerschaft haben. Seid mir nicht böse, aber wenn ich mir die zweite Liga anschaue, ist sie, was die Tradition angeht, der ersten Liga im Moment voraus. Ich weiß, es ist eine sehr kritische Aussage, aber dazu stehe ich und ich denke, damit stehe ich nicht alleine da. Denn wenn wir uns die Tradition anschauen, kommen wir noch zu einem nächsten Problem, das die zweite Liga zu einem absoluten Killerliga macht. Denn die zweite Liga ist gespickt mit Traditionsvereinen. Und Traditionsvereinen bringen immer Folgendes mit. Viele Fans, viel Emotion, Investoren, die viel Geld reinbringen, Spieler, die eigentlich bei viel besseren Mannschaften spielen wollen, aber noch so Fußballromantiker sind und sagen, ich gehe zu einem Traditionsverein. Bedeutet, Traditionsvereine sind immer was Besonderes, haben immer auch Spieler, Ausnahmespieler, die dort eigentlich nur spielen aufgrund der Tradition. Ich weiß, das ist heute selten. Ich bin ein Fußballromantiker, ich weiß, das ist selten, aber es gibt es. Bestes Beispiel war damals Lute bei Kaiserslautern. Der Torwart war eigentlich viel zu gut für die Kaiserslautern, hat sich aber für Kaiserslautern entschieden, weil er da, ich weiß nicht, eine Vergangenheit hatte oder auf jeden Fall die Tradition schätzt. Deswegen ist er da hingegangen. Max Kruse geht nochmal in die zweite Liga. Und das ist das Nächste. Die zweite Liga ist auch ein Auffangbecken von Allstars, die wirklich noch Fußball kicken können. Und das ist eine Todesmischung. Und wenn wir uns die zweite Liga
Jetzt mal wirklich Real Talk, fußballerisch ist es vielleicht nicht das Beste, aber spannungstechnisch und dieser Dschungel von Traditionsvereinen, von Übermannschaften, die aufsteigen wollen, von frechen Aufsteigern aus der dritten Liga, die unbedingt nie wieder in dieses Finanzloch dritte Liga wollen, ist es einfach eine Todesmischung, die ganz schnell vielen Vereinen die Existenz kosten kann, wenn man nicht zu 100% aufpasst und sich jeden Schritt genau überlegt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euer Verein wird niemals in der zweiten Bundesliga untergehen. Wünsche euch allen das Beste. Danke fürs Schauen. Was ist eure Meinung zum Dschungel zweite Bundesliga?